Der Ebola-Ausbruch in den westafrikanischen Staaten Guinea, Liberia und Sierra Leone ist inzwischen die größte Ebola-Epidemie aller Zeiten. Seit Dezember 2013 sind inzwischen über 2800 Menschen an dieser Krankheit gestorben. Und erschreckende Zahlen, die gibt es jetzt von der WHO. Sie rechnet hier bis Anfang November mit mehr als 20.000 Ebola-Fällen. Außerdem wird mit einer hohen Dunkelziffer noch gerechnet, da ja viele Erkrankte kein Vertrauen zu den internationalen Helfern haben und sich lieber von traditionellen Helfern behandeln lassen. Dass das natürlich ordentlich nach hinten losgehen kann und momentan auch der Fall ist, davon geht die WHO weiterhin aus. Inzwischen gilt hier seit dem 8. August der internationale Gesundheitsnotfall für die Ebola-Epidemie. Die WHO hat diesen ausgerufen, um mehr Aufmerksamkeit auf die Epidemie zu richten und koordinierte Hilfsmaßnahmen einzuleiten. In Sierra Leone, Liberia und Nigeria gilt der nationale Notstand infolge der hohen Erkrankenzahlen. Ja, liebe Zuschauer, was da oder wie fieberhaft da tatsächlich momentan gearbeitet wird an Gegenmitteln, darüber spreche ich jetzt mit Martin Weiß vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Weiß, schönen guten Tag. Wir sehen im Prinzip hier schon die Karte und die Zahlen, muss man ja auch sagen, der Ebola-Fälle sind erschreckend. Über 20.000 und eine andere US-Behörde, die CDC, die rechnet sogar bis Ende Januar mit 1,4 Millionen Infizierten. Kann man da überhaupt noch sagen, ist das noch zu stoppen? Es ist eine interessante Frage. Das Problem hat sich eigentlich schon bei der Erstellung dieser Grafik offenbart. Wir hatten eine etwas ältere Grafik als Grundlage genommen, die war 3 Wochen alt. Und als wir die neuen Daten eingepflegt haben, haben wir festgestellt, dass alle Zahlen praktisch verdoppelt werden mussten. Also sowohl die Zahl der Infizierten als auch die Zahl der Todesfälle haben sich um 100% nach oben bewegt. Jetzt ist es so, wir haben, Sie haben es gerade angesprochen, die CDC, die amerikanische Seuchenschutzbehörde, hat jetzt neues Material herausgegeben, gleichzeitig allerdings eingeschränkt, dass die Grundlage dafür aus dem August stammt. Das war ja eine Zeit, als bevor die Amerikaner massiv angefangen haben, hier Hilfstruppen und Hilfsmittel nach Westafrika zu verschiffen. Und letztendlich ist das der Knackpunkt. Also selbst die Seuchenschutzbehörde geht davon aus, dass es vielleicht zu hoch ist. Man will jetzt keine Panik schüren, aber sie sagen auch, es wird sich weiter nach oben entwickeln, die Infektionszahlen und auch die Todeszahlen. Momentan gehen wir davon aus oder gehen die Experten davon aus, dass sich beispielsweise für Regionen wie Sierra Leone die Zahl der Infizierten und Toten alle 15 bis 20 Tage verdoppelt. Für Liberia geht man davon aus, dass es etwa alle 30, Entschuldigung, Sierra Leone geht man davon aus, alle 30 bis 40 Tage und Liberia geht man davon aus, alle 15 bis 20 Tage. Und da sieht man schon, was wirklich für ein Flächenbrand hier noch entstehen könnte. Und ist es noch zu stoppen? Ja, darüber streiten sich die Experten. Fragen Sie den einen Experten, der sagt, das Fenster geht zu, aber es ist noch zu kontrollieren. Während dem die anderen dann schon sagen, wir glauben, dass es eigentlich schon vorbei ist, dass sich diese Epidemie jetzt weiter ausbreiten wird. Es gibt natürlich auch insgesamt in der Bevölkerung da immer so ein bisschen geteilte Meinungen. Die einen sagen natürlich, naja, man kann Afrika natürlich nicht jetzt hier mit Deutschland oder prinzipiell mit Europa vergleichen, seien das jetzt hygienische Zustände etc. pp. Aber man hat natürlich die Angst, dass es eben weitergehen könnte. Und da muss man sich natürlich fragen, wo liegt hier der Knackpunkt? Was macht diese Krankheit, die sich so wahnsinnig schnell ausbreitet, überhaupt so gefährlich? Ja, Sie haben es ja gerade ganz richtig gesagt. Zunächst einmal natürlich die Region. Für Afrika hat sich bislang relativ wenig interessiert. Das heißt, es gab wenig Forschungsgelder. Es wurde eher gespart, auch an Gesundheitsvorsorgemaßnahmen. Da darf man nicht vergessen, dass das natürlich Regionen sind, entweder mit sehr jungen Regierungen oder mit sehr instabilen. Beides kommt häufig auch noch zusammen. Das heißt, sie haben auch ein instabiles Gesundheitssystem mit sehr wenigen Ärzten. Die Wege sind sehr lang. Die Leute versuchen ja, bei Hilfe zu bekommen und legen auf diesem Weg teilweise viele, viele Kilometer zurück und infizieren wieder Leute, die bisher noch gesund, also infizieren weitere Gesunde. Also das ist sicherlich eines der Hauptprobleme, die alten Riten, die weiterhin durchgeführt werden. Dann natürlich die starken Vorbehalte der einheimischen Bevölkerung gegenüber der Helfer, die ja teilweise sogar als diejenigen angesehen werden, die Krankheit einschleppen und dann die Gesunden damit infizieren. Ich glaube, es war in der vergangenen Woche, da sind 7 Helfer ums Leben gekommen, weil die Bevölkerung davon ausgegangen war, dass erst durch diese Helfer die Krankheit ausbrechen kann. Und ich glaube, das macht die Sache natürlich extrem schwierig. Hinzu kommt
die Inkubationszeit von 3 Wochen bei Ebola, also von dem Moment, wo man sich infiziert hat, bis die Krankheit dann auch ausbricht. In dieser Zeit können natürlich sehr viele weitere gesunde Menschen auch angesteckt werden. Und natürlich, viele Experten rechnen ja damit, dass es immer weitere Mutationen gibt. Dieser Virus bleibt ja nicht statisch, also er bleibt ja nicht konstant, sondern er entwickelt sich immer weiter. Und die größte Sorge ist natürlich, dass er auf diesem Weg der Evolution, der Mutation irgendwann einen Weg findet, sich noch leichter von Mensch zu Mensch zu übertragen, beispielsweise Tröpfcheninfektion. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es fehlt natürlich auch die Aufklärung. Man geht dann vielleicht lieber zu einem Stammeshäuptling, Medizinmann, was auch immer da dann an Medizinern so gesehen wird. Allerdings muss man sagen, solange diese Aufklärung nicht erfolgt, wird sich das auch weiter verbreiten. Und die Angst bleibt, Sie sagten es eben schon, 7 Helfer sind hier ermordet worden. Davon geht man mittlerweile aus. Aber auch wir hier bei uns, da muss man sagen, wie kann man denn vorgehen? Medikamente, Sie sagten es gerade, der Stamm mutiert. Man kann nicht gegen alle Sachen Impfstoffe finden. Wie weit ist man denn hier momentan? Also man ist dabei zu forschen und zu entwickeln. Es gibt einige wohl vielversprechende Ansätze, aber nichts, also keiner dieser Wirkstoffe oder dieser Medikamente, die bisher verfügbar sind, überzeugen restlos. Und vor allen Dingen keiner dieser Wirkstoffe ist tatsächlich in ausreichender Menge vorhanden, um jetzt diese Epidemie weiter einzugrenzen und dann vielleicht sogar zu beenden. Das ist das ganz große Problem. Wenn wir uns jetzt aber mal auf die Unternehmen, wir sehen jetzt hier die Todesfälle durch Ebola in der Grafik. Und interessant ist, gerade jetzt im aktuellen Bereich, dass wir so viele Todesfälle natürlich noch nie hatten. Wir sehen zwar schon mal, dass wir in den 70er Jahren da schon mal recht hoch waren. Ich erinnere mich nicht mehr daran, aber ich weiß auch, bei mir in der Heimatstadt in Marburg sind auch 3 Leute daran gestorben. Allerdings, wenn man das jetzt sieht, 431 Menschen. Und momentan sprechen wir hier von Infizierten im Bereich von, wo liegt es? Also wir liegen mittlerweile etwa bei 6.000. 6.000 Infizierte. Ja. Also es wird wahrscheinlich weiter in überdimensionalen Proportionen ansteigen. Aber um zurück auf die Medikamente zu kommen, welche Unternehmen forschen denn momentan hier am erfolgreichsten? Also es gibt insgesamt 3 vielversprechende Ansätze. Das war einmal dieses MCEP, das jetzt auch durch die Medien gegangen ist, weil 2 Ärzte damit geheilt werden konnten, die mit Ebola infiziert waren. Das Problem ist, dass der Hersteller dieses Wirkstoffs schon Mitte August erklärt hat, dass die Vorräte erschöpft sind. Hinzu kommt, dass die Produktion dieses Wirkstoffs sehr aufwendig ist. Das dauert ganz einfach, das kostet ganz einfach Zeit. Ein zweites ist Avigan, ein Wirkstoff aus Japan von Fujifilm. Das ist ganz interessant, weil die Aktie in den vergangenen Wochen sich natürlich enorm nach oben entwickelt hat, nachdem sich herausgestellt hat, dass ein Tochterunternehmen, wie gesagt, an diesem Wirkstoff forscht. Da sind allerdings ist die Entwicklung noch nicht weit fortgeschritten. Es gibt erste Versuche mit Mäusen, aber das ist die unterste Stufe eigentlich der Tierversuche. Da kann man noch nicht viel sagen. Es gibt, wie gesagt, vielversprechende Ansätze, aber wir kommen gleich zu Tecmira. Das ist TKM Ebola, der Wirkstoff. Und das ist momentan etwas, worauf auch viele Anleger spekulieren. Ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Die Aktie hat sich jetzt in relativ kurzer Zeit bis auf knapp 20 Euro, bis über 19 Euro nach oben gearbeitet. Die Aktie steht natürlich im Fokus, weil hier die Forschung einfach weiter vorangeschritten ist. Es wurde schon an Primaten erforscht, aber auch hier gab es letztendlich Hürden. So hat Mitte des Jahres die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA die Forschung zunächst unterbrochen, hat gesagt, wir brauchen mehr Daten. Aber je weiter sich natürlich Ebola in Afrika ausbreitet und damit vielleicht auch irgendwann die Gefahr einer nicht mehr Epidemie, sondern Pandemie besteht, desto mehr Gelder gehen natürlich in diese Unternehmen, desto mehr Forschungsgelder werden zur Verfügung gestellt, desto mehr wird das Ganze beschleunigt. Und wir glauben tatsächlich, dass Aktien wie die hier von Tecmira weiterhin im Fokus der Anleger stehen dürften. Also Tecmira, liebe Zuschauer, merken sich, da scheint man sehr weit zu sein. Momentan vielen Dank, Herr Weiß, für die Aufklärung über dieses Jahr, muss man tatsächlich sagen. Ein bisschen beängstigend.